Stress bestimmt oft den Alltag vieler Unternehmer. Die Folge: ungesunde Ernährung und Unkonzentriertheit. Was oft lange gut geht, kann auf Dauer die Gesundheit nachhaltig schädigen. Die geheime Formel für Erfolg im Business: mentale Stärke plus körperliche Fitness mal die richtige Ernährung. Inputs für die Optimierung der persönlichen Gesundheitsrechnung gab's beim Vortragsabend Total Vital von der jungen Wirtschaft Braunau. Für junge Unternehmer ist natürlich ein herausfordernder Alltag. Den ganzen Tag ist stressig, man weiß nicht, was man machen muss. Man muss dort in den anderen Termin und man muss in den anderen Termin hupfen. Man hat einen kompletten vollen Terminkalender und da ist umso wichtiger, dass man schaut, was isst man, was trinkt man, was nimmt man sich zu und wann gönnt man sich auch wieder mal Pause bzw. wann macht man Ruhe. Die junge Wirtschaft, die steht für Freundschaft, für Netzwerken, für junge Menschen, die Ideen haben. Da sind wir als Regionalbank dahinter, dass man dort die JungunternehmerInnen fördern und unterstützen. Unterstützung für die mentale Gesundheit gab es im wahrsten Sinne des Wortes von Personal- und Teamtrainerin Sandra Achleitner. Das Schlimmste, was man machen kann, ist, sie einjammern in die Negativspirale. Und das Beste, was man machen kann, ist, auf sich selber gut achten, schauen, dass man einfach körperlich und mental gut gestärkt dasteht. Dann kann man auch die Widrigkeiten, die einem so der Tag oder das Leben bereithält, wirklich auch stabil und gut bewältigen. Aber nicht nur die mentale, auch die körperliche Gesundheit ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg. Und hier spielt neben ausreichender Bewegung vor allem die Ernährung eine wichtige Rolle. Das wichtigste Organ ist das Gehirn und das Gehirn braucht halt einmal Kohlenhydrate, aber halt nicht Zucker oder Saft, sondern ich brauche mein gutes Brot, ja, ich brauche mein Knödel, ich brauche meine Erdäpfel und wenn ich richtig Gas gegeben habe, brauche ich einmal auch meine Nudeln. Und die wichtigste Mahlzeit gerade für Jungunternehmer ist nach dem Stress und wenn die Arbeit fertig ist. Da muss man es gönnen und das ist wichtig. Mit dem richtigen Essen tut man also nicht nur seinem Körper, sondern auch seiner Seele etwas Gutes. Was mir sehr gut gefallen hat, dass man einfach wirklich öfters die positiven Sachen sehen sollte und nicht nur so viel Negatives. Dass ich vorerst einmal verwirrt war, was darf ich jetzt noch essen, was darf ich wann essen und dass ich das Olivenöl gegen das Rapsöl wieder tausche. Dass ich heuer kein Radler mehr trinken muss, sondern ein Seidelbier. Total vital, wenn Körper und Geist im Einklang sind.